Jetzt ist der Flitsch, das war jetzt die Generalprobe, bevor es wieder in die Oberliga geht. Nächste Woche geht es wieder los. Ja, wie bewerten Sie jetzt dieses Spiel, diese Generalprobe? Für uns grundsätzlich natürlich ein super Test. Haben gewusst, dass es natürlich in Nöttingen hier auf den Gutstraßen auch dann richtig schwierig ist, gegen eine sehr spielstarke Mannschaft. Im Großen und Ganzen war das dann so, dass wir halt von der Aggressivität nicht hundertprozentig da waren. Deswegen haben wir das Spiel jetzt dann auch verloren. Das zeigt uns einfach, was wir noch tun müssen zum ersten Pflichtspiel. Aber ich bin da guter Dinge. Sie haben ja ein paar Verstärkungen geholt. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen und wie jetzt die Vorbereitung gelaufen ist, wie zufrieden Sie damit sind? Ja, wie schon gesagt, jetzt bis auf den Mittwoch Böblingen-Spiel haben wir dann leider drei Ausfälle gehabt. Sind wir gut durch die Vorbereitung gekommen. Die Spieler sind in einem guten Zustand. Wir werden jetzt natürlich nochmal runterfahren, dass die Spieler frisch sind zum ersten Pflichtspiel. Es waren dann schon harte Einheiten. Hat man heute in der einen oder anderen Situation dann auch schon nochmal gemerkt. Aber da sind wir, denke ich, haben wir große Fortschritte gemacht. Die Neuzugänge haben heute etwas weniger Einsatzzeit noch bekommen. Aber man hat ja schon gesehen, der erste Dreier, wo er reinkommt, ist auf der 6, hat es sehr, sehr gut gemacht. Noch Stabilität dann reinbekommen. Und der Sultani hat dann in den 15 Minuten dann auch schon wieder ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Dazu haben wir sicherlich eine Qualität dazu bekommen. Ihr Anspruch und Ihr Ziel ist bekannt. Was denken Sie, wie die Chancen jetzt stehen oder? Ja, die Chancen stehen gut. Wir sind knapp hinter Freiburg dran. Wir haben die ersten zwei Punktspiele in der Anfangsphase oder in drei nicht viele Punkte geholt. Wir haben jetzt dann gleich in Oberaachen verloren und Balingen. Das müssen wir besser machen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir schon mal eine gute Ausgangsposition für die Rest der Runde. Nächstes Spiel Oberaachen. Was können Sie uns da für einen Ausblick geben? Wir spielen daheim. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Herr Flitsch, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön.